Moin Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Panzerkorps Wo Axis Operations 1940. Wir wollen aus Großbritannien fliehen und sollen deswegen hier in London so tun, als wenn wir es einnehmen wollen, um eine Ablenkung zu schaffen. Auf der linken Seite sind wir ganz gut vorgekommen, haben uns da jetzt ein bisschen verteilt. Ich glaube, hier kommt schon die nächste Verstärkung angerückt irgendwie. Hatten wir festgestellt. Auf der rechten Flanke sieht es ähnlich aus. Da kommen wir ein bisschen schwieriger voran. Da fehlt uns ein bisschen die Luftunterstützung. Die ist hier drüben schon deutlich besser. Aber alles in allem läuft's. Da kann man nicht maulen. Kriegen wir hin. So, da müssen wir mal gucken. Hier ist direkt eine Luftabwehr, Panzer, alles ist da. Können wir die irgendwie töten? Das wäre total gut, wenn wir zumindest die hier töten könnten. Ah, fahre ich da mit den Aufklärern mal ran. Oha. Ja, da sind wir auch ganz schön dicht hier schon an dieser Verteidigungslinie dran. Das hilft alles nichts, die müssen da weg. Eins, vier. Das können wir auch mit einem kleinen Bomber machen, wo dann kann ich den großen Bomber zumindest nach hier vorne ziehen. Den großen sage ich schon, den etwas besseren Bomber. So, ihr könnt euch hier verpissen. So, das haben wir erledigt. Dann die Gebirgsjäger müssen sich unbedingt ein bisschen auffrischen. Hier vorne werden wir die neue Stellung. Zwei Bewegungspunkte noch. Ein, zwei. Ja. Wie mache ich das denn? Die Antwort ist am besten schlau. So, ihr dorthin. Ihr rückt hier ein. Werde ich die einmal beschießen, dann werde ich hier die Position tauschen. Habt ihr noch Bewegungspunkte? Nee, ich wollte schon sagen. So, ihr rückt hier ein bisschen auf. Da müssen wir uns hier nämlich, oh ja, die sind schön unterdrückt, diese Jäger ein bisschen vom Leib halten. Ja, die müssen hier, ne, weil die Geleitschutz fliegen müssen. Können die nirgendwo anders hin. Ich hätte natürlich gerne mit der zweiten Attacke noch die Bomber angegriffen. Den Geleitschutz hätten ja auch die Jungs hier fliegen können, aber ja, die werde ich auffrischen. Nee, die müssen hier die Bomber beschützen. So, da müssen wir mal gucken, was hier drüben so abgeht. Die Jäger sind ziemlich angeschlagen. Wie geht es unserem Bombern? Uff, gar nicht gut. Die ruhen sich hier also so ein bisschen aus. Na, wie kommt denn ihr hier zurecht? Ihr schafft das. Hier könnten wir ein bisschen Hilfe gebrauchen. Das ist ein mega Umweg.
Wir gucken erstmal hier. Ihr könnt euch schnell bewegen. Dann kommt ihr hier rüber. So, hier haben wir den letzten Widerstand beseitigt. Ja, ihr könnt hier in den Wald rein, das passt schon. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, da kommen die gerade so hin, ne? Ja, jetzt kommen sie nicht mehr weg, können sich nur noch verstärken einmal. Die Infanterie wird verstärkt auf jeden Fall. Ihr dürft hier ein bisschen auf die Jungs schießen. Ach, und ihr seid so langsam, dass ihr hier echt nicht wegkommt. Ach, euch wurden Bewegungspunkte geklaut. Ja, die kann ich aber nicht irgendwie, befürchte ich, im Truck stehen lassen. Außerhalb des Schutzes dieser Luftabwehr. Wenn die also jetzt nicht laufen können, können die halt nicht laufen. Verdammt. Ah, ich könnte denen durch die Jäger hier Schutz geben. Ich meine Panzer hier vorfahren lassen, ganz alleine. Was kommt denn da hinten nach? Mathildas, die sind angeschlagen, ein paar Cruiser, noch ein paar Mathildas. Apropos Aufklärer. Ich habe immer noch keine Ahnung, wo die Panzer sich hin verkrümelt haben. Wie viele Bewegungspunkte kostet mich Straße? Mit Kette? Eins. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ihr habt nur Bewegung sechs. Kommt trotzdem bis dahin. 1, 2, 3, 4, 5. Also habe ich in Wirklichkeit keine Ahnung, wie viel mich Bewegung auf der Straße kostet. Ja, cool. So, ihr dürft. Verstärke ich die Jungs? Ja, ihr dürft euch hier einmal verstärken. Das hier ist super krasse, super Panzerabwehr. Angeblich. Und zwar, wenn ich hier hinfahre, habe ich vielleicht eine Chance noch nachzurücken. Allerdings bin ich da auch gegen die Infanterie, falls sie rausrücken, sehr verletzlich. Aber ich glaube nicht, dass sie rausrücken werden, oder?
Und doch bin ich am Popo. Okay, ich kann mich nicht mehr bewegen. Und cool. So, ich habe Fallschirmjäger, die ich irgendwo abwerfen kann. Um zu wissen, wo ich die abwerfe, bräuchte ich aber ein Aufklärungsflugzeug, was ich auf der Seite gerade nicht habe. Uff. So, ihr werdet verstärkt, dann können die nächstes Mal geschlossen rausrücken. Hoffe ich. Die Jungs würden es hier in den Wald reinschaffen und mal gucken, was da abgeht. Weiß ja niemand, dass sie da sind, theoretisch. So, die Pioniere, was ist mit euch los? Ach, wir wollen erst nach hier drüben, ne, bevor wir uns um Epson kümmern. Oder wie machen wir das? Ich weiß es nicht. Na, vielleicht wollen wir auch hier erstmal gegen Epson vorrücken. Ich habe halt echt noch keine Ahnung, wo ich die Fallschirmjäger habe. Lassen möchte. Kann auf jeden Fall dort bleiben. Ihr seid noch Fallschirmjäger, okay. Ich halte 4 Siegfelder, wenn ich das hier unten habe. Wäre das Nummer 5? Hier auf der Seite habe ich die Festung. Das heißt, wir müssen gar nicht bis nach Bromley vorrücken. Wir könnten eigentlich hier uns irgendwo eingraben, es uns gemütlich machen und dann die ganzen Wellen abwehren. Ich weiß nicht, ob das so clever ist unbedingt. So, wir schauen mal. Ihr könnt euch bewegen. Ihr könnt euch bewegen und das war's. Okay. Glaube ich dem Spiel jetzt einfach mal so. Ganz da hinten fliegen die zurück. Die richten da gar nichts aus. Dann rücken wir hier mal ein bisschen ran. Oh, die haben da Anti-Artillerie. Brauchen wir ein paar Bomber. Oh, die kommen sogar bis ran. Cool.
Rainor. Seid ihr ein... Nee. Ihr seid so ein Flammenpanzer, kein Flugabwehrpanzer. Das hier ist auch Artillerie, okay. Eins nur. So, ihr fliegt hier Gleitschutz. Und kümmert euch um diese Bomber. Ich habe die Artillerie falsch bewegt, ne? Die hätten natürlich auch die Pioniere mit beschützen sollen. Das ist jetzt eher ungünstig. Das ist jetzt sogar sehr ungünstig. So, hier haben sich die hässlichen Panzer wieder repariert. So, ihr nehmt mal das Ding hier ein. Ihr geht nach hier vorne checken, was da abgeht. Nichts. Sehr gut. Alles ruhig. Ihr müsst hier Leitschutz fliegen. Der Rest rückt so ein bisschen nach hier vorne vor. Wie weit kommen wir da? Weit genug. Perfekt. Ich wollte es auch andersrum machen. Deswegen habe ich auch extra gecheckt, wie weit wir kommen. Ja, dann kriegen die Jungs halt den Abschuss. So, die Grenadiere rücken langsam nach. Dann auf einer Höhe mit den Pionieren scheinbar. Und hier müssten wir irgendwie rein, ne? Da fühle ich mich noch nicht so richtig bemüßigt. Da sofort einzubrechen. Ach, die sind da so fies eingegraben, die Jungs. Na, wir statten den mal mit unseren Gebirgsjägern einen Besuch ab. Das ist nicht die richtige Flanke für die Panzer. Die wollen wir vielleicht eher hier drüben aufmarschieren lassen. Na, einfach weil hier die Panzerabwehr steht.
So, da haben wir da so einen kleinen Flügel gebildet. Kümmern uns darum, dass hier unsere Infanterie geschützt ist. Die Panzer werden hier drüben so ein bisschen durch die Jäger gedeckt. Die hier natürlich nicht. Die habe ich ein bisschen blöd positioniert. Das könnte ich noch korrigieren. Ah, da drüben komme ich nicht ran. Nicht schlimm. Dann verstärkt ihr euch einfach. Und wo ist mein Aufklärungsflugzeug? Hier noch. Ich brauche hier drüben natürlich auch ein paar Aufklärer, ne? Die gucken halt hier noch rum. Weil die Jungs, die eigentlich zu der Flanke links gehören. Hier unten noch rumfahren. Ich brauche hier drüben einmal eine schnelle Aufklärung. Deswegen verlege ich euch nach hier. Ihr könnt dann übernächste Runde wieder zurück. Ne, die stehen da schon richtig. Okay. Haben die nur noch diese einen Jäger da und die anderen Bomber da drüben? Ja, die Pioniere hier ohne Artillerieunterstützung, weil ich sie falsch positioniert habe. Das ist auch nicht so brillant. Okay, da habt ihr die Aufgabe, hier abzuschießen. Oh, ihr seid ganz hier hinten noch. Die könnten da ein bisschen für Rabatt sorgen. Während ihr hier hinten mal versucht, diese Panzer ein bisschen auszugraben wenigstens. Damit wir hier an Epsom rankommen. Hier steht eine ganze Menge Panzerabwehr. Ich denke, wir werden diesen Panzer erledigen müssen. Bevor die Panzerabwehr hier irgendwie zuschlagen kann. Panzerabwehr-Veteran Stufe 1, sehr gut. So, ihr rollt hier wieder raus. Die wollen wir gar nicht angreifen, ne? Wir wollen die uns hier angreifen. Ach, das noch. Nein, wirklich? Ich darf ja hier niemanden beschießen. Das ist ja blöd. Okay, dann benutzen wir. Nee. Das ist gerade... Doch. Ihr greift hier an.
Wenn ich hier jetzt vorrücke, ist es natürlich blöd, ne? Da habe ich eine Lücke. Nee, die kommen da aber auch nicht weg. So, die Pioniere dürfen sich hier einmal zurückziehen. Bei euch lasse ich langsam wieder hier rüber auf die andere Flanke fahren. So, und die Jungs kommen hier einfach ein bisschen aus dem Kessel raus. Ihr dürft euch verstärken. Ihr verstärkt euch auch einfach. Hier hinten diese krasse Artillerie müssen wir irgendwie erledigen. Plus 1 Initiative für alle verbündeten Einheiten, Verschanzungsunterstützung. Okay. Das hier ist ein bisschen leichteres. Die schießen auch nicht gegen Panzer. Aber die hier, die müssen wir loswerden. Und daneben steht aber direkt eine Flugabwehr. Reichweite 2. Okay. Aha, die wissen nicht, dass wir hier sind. Wir wissen aber, dass die da sind. Dann kriegen wir hier vielleicht ein bisschen Aufklärung. Andererseits können wir natürlich auch direkt hier hinfliegen, feststellen, dass wir da unmöglich reinspringen können und uns dann wieder zurück auf die andere Flanke verpissen. So, hier habe ich einmal Jäger, da habe ich einmal Jäger. Zwei, fünf und ihr auch zwei, fünf. Trick. So, die sitzen jetzt nämlich direkt zufällig auf dem richtigen Feld. Während die hier ein bisschen angreifen konnten. So, hier sehen wir gar keine gegnerischen Flieger mehr, kann es sein. Eine Bombe, nix. Kommt ihr da drüben ran? Nee, gar nicht. Was machen wir mit den Typen hier? 6, 7, boah. Das hört sich nicht so gut an. Ich traue mich halt auch nicht, meine Fallschirmjäger hier abspringen zu lassen. Das wäre vielleicht noch so der einzige sinnvolle Ort. Aber irgendwie behagt mir das nicht. So, wo ist denn meine zweite Bombereinheit eigentlich? Ach, da unten.
So, hier haben wir einen Mathilda. Na, vielleicht sollten wir mal warten, bis die restlichen Einheiten hier wieder ein bisschen aufrücken können. Nutzen das, um unsere Artillerie hier zu verstärken, oder greifen wir direkt an? Wir könnten uns direkt am Bromley ransetzen. Ich weiß aber nicht, wie gut das für unsere Flanken wäre. Ich befürchte, wir werden das rausfinden. Ach, jetzt habe ich es doch andersrum gemacht, als ich es eigentlich machen wollte. Ich wollte nämlich die Panzer nicht in den Wald stellen, eigentlich. Naja, ist jetzt halt so. So, die habe ich natürlich jetzt auch umsonst hierhin bewegt, quasi. So, was passiert hier mit euch? Vorsichtig vorrücken. Vielleicht ein bisschen mit Jägerschutz hier. Irgendwie ab einer gewissen Einheitenmenge und Komplexität, ne? Also, ja, weiß nicht, Komplexität geht halt, aber ab einer gewissen Einheitenmenge artet das hier immer richtig in Arbeit aus. Sind ja natürlich alle optimal verschanzt. Vielleicht muss ich da mal einen Bombertausch vornehmen. Mal gucken, wie ich das am besten mache. Euch werde ich mal hier hinsetzen, dann schützen die nämlich beide Panzer, zum Beispiel gegen Panzerabwehrkanonen. Irgendwie, das ist mir zu verteilt, ne? Ich werde dann, weiß nicht, versuchen Croydon zu halten oder so. Vielleicht müsste ich mal einen Aufklärungsflug hier machen. Vielleicht wäre das ein ganz gutes Ziel für meine Fallis. Oder dass sie wenigstens hier diese Hügelkette besetzen, wenn der Gegner die noch nicht besetzt hat oder so. Ha, ich weiß es nicht. So, wer kann sich da noch bewegen? Ihr, klar. Ihr könntet jetzt eigentlich vom Berg runter, aber wir kriegen die eh nicht eingekesselt. Aber der Gegner ist geschwächt genug, als dass das jetzt möglich wäre. Na, ah. Nicht euer Ernst. Die machen halt richtig Aua. Wo wollten wir hin?
Oh. Jetzt kommt ja ausgerechnet Panzerunterstützung. Oder generell Unterstützung. Ah, ich kann nicht schießen. So scheiß. Nein, die leben immer noch. Und hier haben wir zwei Flugabwehren hintereinander. Das ist natürlich richtig uncool. So, die Jungs müssen hier irgendwie befreit werden. So, da drüben haben wir ein bisschen Luftaktivität, hier auf der Seite gar nicht. Auch merkwürdig. So, dann ziehen die Panzer sich hier so ein bisschen zurück. Die kommen da raus, können aber nicht angreifen. Ah, weil die komplett... Na, okay. Auch überrannt, zufällig. So, dann zieht ihr euch hier hinter diese Linie zurück, wo ihr in Sicherheit sein solltet. Na, da sind die hier von den Einheiten, von den dreien hier abgeschirmt. Ich schätze, die Fallschirmjäger werden sich hier in den Schutz der Artillerie zurückziehen müssen. Die Jungs brauchen eine kurze Verschnaufpause. So, dann müsst ihr hier Leitschutz fliegen. Ja, da drüben brauchen wir ein bisschen Unterstützung. Die Jungs hier können ja schnell verlegen. 6 und 5, dann versuchen wir uns hier erstmal auf eine dieser Einheiten zu konzentrieren. So, bleiben wir einfach auf der Stelle hocken.
Ich hätte jetzt natürlich gerne eine Aufklärungseinheit irgendwie. Ich schicke mal die Panzer hier vor. So, ihr dürft hier aufschließen vielleicht so ein bisschen. Ihr werdet einmal verstärkt. Ihr werdet auf jeden Fall verstärkt. So, da haben wir hier noch ein paar Bomber, die wir jetzt wahrscheinlich auf der anderen Seite brauchen werden. Um hier ein bisschen auszugraben, aber da ist zu viel Luftabwehr. Ich werde die Jungs einfach verstärken hier. Und dann schaue ich mal, wohin ich die verlege. So, Aufklärer. Die sind alle absolut heftig eingegraben hier. Und da sind ein paar Matildas. Auf die natürlich auch niemand Bock hat. Puff. Hier drüben müssen wir irgendwie vorankommen. Achso, was ist denn eigentlich? Ja, doch, das ist in Ordnung. Da müsste ich doch jetzt 5 halten, ne? 6 Siegfelder halte ich. 2 Befestigungen fehlen mir noch. Hier und einmal bei Epson. Und hier diesen Außenbezirk. Den soll ich einnehmen. Das wäre eigentlich schon was für unsere falsche Mega. Die haben da, denke ich, auch gute Versorgung. Zeitgleich versuchen wir hier drüben anzugreifen. Um uns dadurch zu wursteln. Ja, ich bringe die Jungs einfach mal in die Luft. Die vierte falsche Mega-Einheit ist halt überhaupt nicht so weit. Ja, wir müssen die Artillerie wahrscheinlich einfach ein bisschen hier zur Seite bringen. Ne? Was hat denn hier für eine Reichweite? 4. 1, 2, 3, 4, ja. Die Artillerie muss, nächste Runde, müssen wir das Ganze hier so ein bisschen verschieben, dass die Artillerie eins runterwandert. Hier nicht mehr in der Reichweite von dem Ding ist. 1, 2, 3, 4 oder hier rüber. Dann können wir die Jungs hier beschießen auf jeden Fall. Je nachdem, auf welcher Seite wir angreifen wollen mit der Artillerie. Und wo jetzt der Dingo weg ist, können wir vielleicht unsere Fallis doch hier landen lassen. Ah, die könnten wir echt hier landen lassen, um diese blöde Artillerie hier anzugreifen. Das muss ich mir nochmal genau überlegen. Hä, wo kommt ihr denn her? Ach, die haben wir Verstärkung bekommen da drüben. Oh, das ist ja schade, Gold. Oh, ich dreh durch.
kommt er denn jetzt her? Das passt mir gerade so überhaupt nicht in Kram. Dass er da jetzt auftaucht. Die haben ja auch meine ganze Absprungzone kaputt gemacht. Okay. Das ist dann vielleicht echt ein Problem fürs nächste Mal. Meine Aufklärer haben überlebt, ja. Die haben sogar nicht mal richtig viele Verluste erlitten. Im Gegensatz zu meiner Flugabwehr hier. Die natürlich schon. Die Jungs hier sind jetzt so ein bisschen rausgekommen. Da kommen wir mit unseren Panzern. Beim nächsten Mal direkt ranfahren. Das ist natürlich unheimlich praktisch für uns. Und hier rücken aber schon die nächsten Panzer nach. Das müssen wir ein bisschen im Auge behalten. Das ist nämlich nicht so irre cool. Ja gut, das ist dann echt ein Problem fürs nächste Mal, wie es aussieht. Für heute war es das, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und so traurig. Hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.